1987. Thomas Gottschalk sagt zum ersten Mal im deutschen Fernsehen, Top, die Wette gilt. Michael Jackson besingt Dirty Diana. Ronald Reagan fordert, Tear down this wall. Aber das ist noch nicht alles. Der EHAPA Verlag aus Leinfelden-Echterdingen veröffentlicht sein erstes Masters of the Universe Comic Magazin. Der Auftakt zu einer erfolgreichen Comicserie mit 21 Ausgaben. 2021 werden die Comics von der Retrofabrik aus Duisburg restauriert und neu aufgelegt. 7 Sammelbände erfreuen seitdem Masters-Fans in ganz Deutschland. Jedoch ist Deutschland nicht nur ein Comicland. Es ist mehr als jedes andere Land ein Hörspiel. Land. He-Man und die Masters of the Universe kehren zurück in einer einzigartigen Hörspielserie, basierend auf den originalen EHAPA-Geschichten. Jetzt geht es endlich los! Bei der Macht von Grayskull!